Team Austria Top Talk, schönen guten Abend. Heute zu einem Spezial Top Talk, nicht im Studio. Wir sind zu Gast, haben uns getroffen an einem neutralen Ort, ganz geheim in einem Hotel. Herzlich willkommen, die Ärzte. Herzlich wir verraten auch zurück. Nicht, wo das Gespräch stattfindet. Ihr meldet euch zurück. Eure Single Junge ist seit 5. Oktober zu haben. Ein super Erfolg. Das Album Jazz ist anders erscheint in Belde am 2. November. Und die Tournee steht an. Wobei, schwerer Fehler, es gibt nur ein Österreich-Konzert am 7. Dezember. In diesem Teil der Tour schon. Und die Tour ist eh ausverkauft. Aber wahrscheinlich kommen wir nochmal wieder, weil es macht ja auch Spaß zu spielen. Und da gibt es so viele Überraschungskonzerte, dass nur eins in Österreich anberaumt ist und dann drei, vier. Nein, es wird nächstes Jahr eine ganz große Tournee geben. Und da ist Österreich möglicherweise in der Auswahl der Länder, die wir dann beglücken werden. Wir hoffen es. Die Tour heißt, jetzt wird's eng. Es wird eng. Für wen? Ja, wir haben Platz auf der Bühne, sag ich mal. Ja? Naja, ein bisschen auch. Ich meine, je älter wir werden, desto wahrscheinlicher sind plötzliche Tode auf der Rock'n'Roll-Bühne. Kann durchaus sein. Also, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Tickets sich so gut verkauft haben. Es hat schon so dieses Geier-Ding. Also so, es könnte ja die letzte Tour sein. Und wenn die Stones spielen ja da mit dem, es ist immer das Letzte. Und dann wir sagen es nicht, aber es ist ja irgendwie... Also, ich war jetzt eine Dreiviertelstunde im Make-up, um überhaupt noch wie ein Mensch auszusehen. Wir sind weniger fit als die Stones, muss man so sagen. Also wir haben einen größeren Raubbau an unseren Körpern betrieben als Keith Richards in seinem ganzen Leben. Und das wird man dann merken. Also es kann jede Sekunde zu Ende sein. Was macht ihr? Wie haltet ihr euch fit? Oder gibt es irgendwie ein Alternativprogramm? Eben. Also die Rolling Stones, da ist der Name ja schon Programm. Die rollen halt die ganze Zeit. Wir sind mehr so die Standing Stones. Also wir bewegen uns eher wenig. Das ist auch der Grund, warum ihr ausnahmsweise zu uns kommen musstet. Wir schlafen nachher auch auf diesem Sofa und morgen kommt das Sofa so in den Truck und wird dann wieder zurück nach Berlin geschoben. 4 Jahre ist es auf jeden Fall her, dass das letzte Studioalbum Geräusch erschienen ist. 4 Jahre ist eine lange Zeit. Das ist richtig. Im schnelllebigen Rock'n'Roll-Business vielleicht, aber für uns nicht, weil wir haben ja zwischendurch noch 100.000 andere Sachen gemacht. Die Zukunft heißt jetzt, Jazz ist anders. Jazz ist anders, habe ich gehört. Erscheint in Form einer Pizzaschachtel unter dem Pseudonym Die Köche. Nein. Das wurde gepostet auf eurer Homepage sogar. Nee, ja, da war es aber auch Jazz ist anders und nicht Jazz ist anders. Die Köche ist nur so ein Arbeitstitel irgendwie von uns gewesen, für uns. Also so eine Art. Man soll das nicht entmystifizieren. Es ging einfach darum, wirklich Quatsch zu machen. Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun würden. Verwirrend zu stiften. Und, auch bei uns selber? Auch bei uns selber. Also wie heißen wir denn jetzt? Selber relativ verwirrt von diesen ganzen umtriebigen Dingen, die da auf unserer Homepage stattfinden. Wahrscheinlich chinesische Hacker waren es. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus. Kann man übrigens empfehlen, diese Homepage? www.bademeister.com. Macht ja Sinn, wenn die Band Die Ärzte heißt, dass die Homepage nicht so heißt. Stimmt, Bademeister ist auch naheliegend. Genau. Nicht schlecht gestaunt habe ich, als ich gesehen habe, die Single Junge. Da gibt es zwei Videoversionen. Die eine nach 22 Uhr und die andere vor 22 Uhr. Was ist der Unterschied? Ganz kurz vor. Das erklärt sich ja selber, wenn man die nach 22 Uhr gesehen hat. Die kann man vor 22 Uhr einfach nicht zeigen. Mats ab! Und wie du wieder